So, da sind wir wieder zurück, ihr Lieben. Eine weitere Folge Elden Ring ist am Start. Und zwar werden wir uns heute, wie versprochen, um dieses Gebiet hier kümmern. Das haben wir ja noch überhaupt nicht klar gemacht. Wir haben jetzt in der letzten Folge haben wir uns die Karte besorgt, dass wir auf jeden Fall hier sehen, wo wir lang gehen. Wir haben auch schon gesehen, wir haben hier mit einem fetten Grizzly zu tun. Den werden wir uns auf jeden Fall schnappen. Dann wäre noch interessant zu wissen, ob hier wieder so ein Avatar vom Baum ist. Das wäre auch noch interessant zu wissen. Das gucken wir mal. Aber ich glaube eher, dass der Grizzly hier, der Riesengrizzly hier, der Beschützer vom Baum ist. Das gucken wir uns noch an. Wir schauen als allererstes hier beim Totenwasserdorf. Da sehen wir auch schon den Geist in sein Schiffchen rumschwimmen. Den wollen wir als erstes heute bezwingen. Vorher möchte ich aber ganz gerne mal gucken, was hier die Katakomben hier mal so sagen. Oder diese, sag ich jetzt mal, ja, wie nennt man das hier? Diese Gebäude hier, die kaputten Gebäude hier. Ob wir da eventuell noch was finden, bevor wir ihn angreifen. So, wir gucken mal da hinten. Denke ich mal, das war. Es sieht so aus, als wenn wir da reinkommen. Nee, leider nicht. Leider, leider nicht. Dahinter ist auch nichts. Trinas Lilie. Finden wir auch immer öfter. Ein Schmiedestein Stufe 1. Okay, davon haben wir jetzt auch genug langsam. Wir brauchen ganz dringend die 2er- und 3er-Stufe. Gerne in die Kommentare, wenn ihr da einen Farmspot wisst, wo wir die herkriegen. Da wird es bestimmt irgendwo eine Mine geben, wo wir die abfarmen können. Ich gehe mal ganz stark davon aus, wenn wir jetzt in der Story weiter voranschreiten, dass wir hier irgendwo fündig werden. Davon gehe ich ganz stark davon aus. Aber gerne, wenn ihr da Erfahrung habt, gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege. Okay. Ich hoffe, das sind die, die auch tot bleiben. Nee, natürlich nicht. Doch, wenn ich nochmal draufschlage. Okay, wir haben das Mysterium um die Skelette hier gelöst. Wenn die unten liegen und dann nochmal leuchten, einfach nochmal draufhauen und dann bleiben sie auch tot. Die Biester. Was war hier mit der Nachricht? Aloch, daher Gefahr anbieten. Was die für Scheiße manchmal quatschen, Leute. Das ist nicht mehr normal. So, Pilz dreimal in uns Tash rein. Zack, nochmal hinterher. Tot ist er. So, ich würde gerne nochmal, bevor wir gegen ihn kämpfen, nochmal auf die andere Seite. Aber ich glaube, es lässt er nicht zu, oder? Nee. Es geht los, Leute. Okay. Wo ist er denn hin? Der Tibia-Seefahrer. Da hinten. Nee, das sind nur seine Mobs. Aber hier wird er jetzt kommen, wa? Nee, schon wieder so ein Mob. Ach, wo zum Teufel ist er denn? Da hinten, oder? Ja, da hinten. Der portet sich. Attacke rauf auf ihn. Nein, er ist schon wieder weg. Mana völlig umsonst. Okay, das sind wieder die, die wieder auferstehen. Da guck mal, die Wölfe, die machen ihn klar. Ich hoffe, dass ich jetzt mal einen Angriff setzen kann. Ah, der ist zu weit weg und ich habe eh keinen Mana mehr. Ja, moin. Alter. Der killt aber auch seine eigenen Mobs. Da kennt er nichts.
Okay, so doll ist er nicht. Er ist definitiv machbar. So, die Todeswurzel haben wir noch bekommen von ihnen. Und Asche der Skelettmiliz. Oh, sehr geil, das hört sich interessant an. Gehen wir davon aus, dass wir da dann einen Haufen von so eine Skelette dann rumrennen haben. Ruft die Geister von zwei Skelettmilizionären. Okay, zwei Stück. Nö. Da bleibe ich lieber bei meinen Wölfen. Die würde ich ganz gerne noch aufmotzen. Ich weiß aber aktuell nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht, Leute. Bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie es funktioniert. So, was haben wir von ihnen gekriegt? Die Todeswurzel. Diese werden von den Bestien-Kleriker gesucht und verschlungen. Alles klar. Keine Ahnung, wo so ein Kleriker ist. Werden wir noch herausfinden. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang vom Spiel. Und es macht jetzt schon Laune as fuck, sage ich euch, Leute. Und ich hoffe, ihr habt auch mega Bock drauf. Ihr seid mit dabei. Und schon wieder diese Terrorviecher hier. So, die Geschichte da hinten, die haben wir durch. Hier müssen wir nochmal gucken. Na gut, da sind Schildkröten, aber da hinten ist nochmal was. Aha, Leute, guck mal. Da geht's irgendwo nach unten. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Komm, den nutzen wir jetzt. Und wir haben ja gesagt, dass wir dann auch noch den hier im Tutorial-Bereich machen. Den werden wir auch hundertprozentig machen, wenn ich mir nicht noch einen Schlüssel kaufen muss. Das mache ich auf jeden Fall, bevor wir hier in der Story weiter voranschreiten, werden wir definitiv den Dungeon machen. Aber jetzt habe ich Bock auf den hier. Na, warum macht er mir nicht auf? Jetzt, so, hereinspaziert. Wo ist meine Fackel hin? Aha. Okay, Schildkrötenparadies. Ich weiß nicht, ob ich das gerade bereue, den Schlüssel gesetzt zu haben. Ich hoffe, hier kommt jetzt noch was Besseres hinter der Tür. Eine Truhe. Grüner Schildkröten-Talisman. So, dann gucken wir uns mal an, ob sich das gelohnt hat. Unsere Talismane, wo haben wir die denn? Lalalalala. Ne, hier nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Wo haben wir unsere Talismane, Leute? Hier. So, beschleunigt die Ausdauerregeneration. Interessant. Lebenspunkte haben wir ja schon und die macht ja nicht wirklich, also das Medaillon macht ja jetzt nicht wirklich den Burst. Ich würde sagen, hier Ausdauerregeneration wird schon besser sein. Lass uns den mal ausrüsten. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden. Ich weiß nicht, ob wir... Komm, wir machen den jetzt erstmal weg hier. Und dann finden wir hier noch den Schildkröten-Talisman. Schön, ich glaube, das hat sich gelohnt. Müssen wir mal gucken, inwiefern sich das dann auswirkt jetzt im Kampf. Aber ich möchte meinen, es hat sich gelohnt. Ja, guck mal, wir verlieren noch nicht mal Ausdauer. Ich renne mal. Oder warte mal, das hier... Guckt mal, Leute, ich mache den schweren Hieb und er verliert noch nicht mal Ausdauer. Also der Talisman, der schiebt in eine ganz andere Richtung und zwar nach vorne. Sehr, sehr geil, hat sich definitiv gelohnt, das Teil. Gut, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg hier Richtung Baum. Und da werden wir bestimmt dann auch bald den Grizzly treffen. So, komm, wir nehmen mal unser Ross. Und ab geht die Luzi. Noch mal kurz gucken hier hinterm Steingebäude hier, ob wir eventuell da nochmal was finden. Aber ich glaube... Nein. Ah, doch, guck mal, hier geht es irgendwo rein.
Da möchte ich gerne noch mal gucken. Okay, aber ist nichts. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zum Baum. Gucken, dass wir hier nicht bis in den Tod fallen. Da unten ist noch so ein Sturmriese. Oh, Leute, guckt mal. Ich weiß nicht, ob wir hier runter sollen. Oder ob wir es eventuell anders lösen können. Ah, da hätte es fast funktioniert, dass ich runterfliege. Mal da hinten gehen wir runter. Ne, da kommen wir ja nicht runter. Wir müssen hier nochmal rum. Mal auch das Schwert verliert keine Ausdauer. Sehr, sehr edel. Wir können jetzt hier die Renntaste bursten ohne Ende. Und tschüss. Ah, hat er mir aber viel abgezogen. Meine Fresse. Da war er geizig gewesen. Ja, unsere Ausgangssituation, die hat sich nicht wirklich verändert jetzt. Komm, wird schon funktionieren. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich würde ganz gerne... Ah, jetzt ist schon zu spät, oder? Ich glaube, dass hier noch irgendwas ist. Wir können es ja mal probieren. Wir probieren es nochmal, ob wir da irgendwo hochkommen. Da wird bestimmt noch irgendein Eingang sein. Glaube ich, hoch. Ist natürlich jetzt wieder ein Umweg, aber das muss geklärt werden, was das ist. Das kann natürlich wieder was sehr, sehr Wertvolles sein. Ein Höhleneingang oder sowas, wo wir schön looten können, das müssen wir jetzt klären, Leute. Das ist wichtig. Okay, das wird die Hütte da vorne sein, glaube ich. Ah, da ist auch eine Gnade. Ja, das ist das hier. Und wieder ein Gemälde. Keine Ahnung, was das mit den Gemälden hier auf sich hat. Hütte des Künstlers. Gemälde Heimkehrerinstinkt. In unsere Tasche hinein. Ein 1er Schmiedestein hat sich gelohnt auf jeden Fall. Allein schon wegen dem Gemälde. So. Lass mal gucken, ob wir jetzt direkt drauf zusteuern. Oder ob wir hier lang reiten. Weil das sieht mir hier auch noch was aus. Genau, das Ding haben wir ja schon in den letzten Folgen geklärt. Hier würde ich jetzt ganz gerne mit euch noch hin. So, gucken nochmal, ob die Richtung stimmt. Ja. Und Attacke. Ja, der Grizzly, der muss noch warten. Den werden wir definitiv legen. Aber der muss jetzt noch kurz warten. Weil ich bin nämlich hart auf der Suche nach 2er und 3er Schmiedesteinen. Ich hoffe natürlich, dass wir da vorher rankommen, bevor wir ins nächste Gebiet vorstoßen. Aber ich glaube schon nicht mehr dran. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Gegner getötet. War nicht meine Absicht. Oh, Leute. Hier zur Lancelot. Schön von hinten. Ah doch, wenn ich in der Nähe von Gegnern bin, dann verliere ich auf jeden Fall AP. So, Schwert ist Pferd ist hinüber von ihnen. Er ist auch hinüber. Das war es. Mit ihm. So, ein bisschen müssen wir noch. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da wieder so ein Avatar sein wird. Dass der Grizzly einfach ein weiterer Boss ist, so ein weiterer Gegner. Aber so ein Avatar wird da nochmal sein. Da gehe ich ganz, ganz stark da. Uiuiuiui. Zwei so eine Viecher. Wir gucken mal.
ziehen irgendwas. Guck mal. Oh, den haben wir ordentlich gegeben. Der hat schön Blutungsschaden gerade bekommen. So, Sir Lancelot ist auch wieder am Start. Der Sturmriese, der ist ganz schön aus der Puste, der will noch nicht mal mehr angreifen. Der wird wohl durch die ganze Map hier diesen Wagen da gezogen haben. Meine Güte, jetzt geh doch mal runter von deinem Pferd. So. Bleiben die wenigstens tot? Ja, die bleiben tot. Guck mal, der Sturmriese macht gar nichts. Komm, dafür machen wir es kurz und schmerzlos. Ui, oder dann doch nicht. Ah, guck mal, der hat auch so einen Pfahl durch die Brust gerammt bekommen. Boah, der wehrt sich kaum noch. Der hat Schmerzen, es fuck. So, wir lösen dich von deinem Leid. Gucken wir mal, was hier Schönes in der Kutsche drin ist. Wenn wir die anderen auch noch geholt haben. Ah, schon wieder so ein scheiß Magier. Ah, falschen Gegner anvisiert. Schade. Ich wollte echt alle mal hauen. Leider nicht. Wen visiere ich denn hier die ganze Zeit an? Irgendwie habe ich hier Probleme mit dem Anvisieren. Du, mein Freund, da kommt keiner dir helfen. Wir sind alle schon hinüber. So. Das müssten sie alle gewesen sein. Nee, da ist noch der Tröter. Der Tröter, er trötet um sein Leben. Er denkt, da kommt auch jemand vorbei und hilft ihnen. So, das war's gewesen. Wir gucken mal, was wir hier Schönes haben. Eine Großaxt. Okay. Oh, noch einer? Ich will mal kurz gucken, was jetzt an der so besonders ist, dass die so bewacht wurde. Jo, die macht schon guten Schaden. So ist es nicht. Auf Stärke skaliert ordentlich. Ja, kann man nicht meckern, aber ist jetzt nicht wirklich meine Waffe. Und dass die jetzt so beschützt werden muss, das... Naja. Gut, wir können weiter. Wir haben das Mysterium geklärt, was hier abgeht. Ach nee, wir sind ja weiter. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, was da in der Hütte da war. So, jetzt nehme ich hier rechts. Hier dieses, das ist nämlich das, was uns hier angezeigt wurde. Ach, und da ist schon wieder Knofensa. Die vergiftet uns jetzt wieder. Ach, Mann. Jetzt wieder komplett vorbei mit uns. So. Vielleicht haben wir ja Glück, dass die Vergiftung schnell weggeht. Wir haben ja noch genug Flaschen, so ist es nicht. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. So, was haben die hier Schönes bewacht? Könnt mir nicht erzählen, dass hier so ein Punkt ist,
mit einer Ruine, aber hier ist nichts. Das lasse ich so nicht stehen. Ruinenfragmente. Wenigstens ein Keller oder sowas mit einer Truhe oder sowas würde ich ganz fühlen. Aha, guckt mal, Leute. Inklusive Sturzschaden. Rinder mit uns. Oh nö. Oh nö, Leute. Und das vergiftet und ohne Gnade. Oder haben wir hier in der Nähe eine? Natürlich nicht. Na komm, wir versuchen's. Wir versuchen's. Was soll der Geiz? Oh, der Kürbismann. Gut, haben wir. Und eine Gnade kriegen wir jetzt. Sehr schön. Gut, von da sind wir gekommen, dann können wir hier weiter. Bin mal gespannt, ob es hier was irgendwas Schönes gibt. Oh, Leute. Ich glaube, wir haben was Gutes entdeckt. Ich glaube, wir haben was Gutes entdeckt. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ich möchte Zaubereien erlernen. Na, eigentlich nicht, aber. A yen for Glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Ich möchte immer noch lernen. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. So, eine Schriftrolle überreichen. Ich guck mal, haben wir überhaupt eine? Tatsache. Schriftrolle des Königshaus. Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. Gut. Zauberei studieren. So, was hat er denn hier Schönes? Oder was hat sie denn hier Schönes für uns? Schimmersteinkiesel, Schimmersteinsterne, Bogen, Kristallsperrfeuer, Waffe der Gelehrten oder des Gelehrten. Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Magieschaden. Das ist natürlich sehr geil. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal aber auf Weisheit skalieren. Haben wir jetzt aktuell noch nicht. War sowieso mein Plan gewesen, weil ich nur eine bestimmte Waffe haben möchte, die auf Weisheit skaliert. Können wir uns auf jeden Fall merken, die Waffe des Gelehrten. So, Karajanischer Schlitzer. Müssen wir auch wieder Weisheit. Wir müssen überall Weisheit. Schimmer Phalanx. Die kennen wir ja schon. Und Schild des Gelehrten. Also muss hier überall Weisheit knallen. Aber hier dieses Schwert hier, das interessiert mich schon sehr, muss ich sagen. Oder das hier.
Ja, müssen wir mal gucken. Eigentlich bin ich kein Fan so von Magie jetzt hier mit dem Samurai. Deswegen allerhöchstens, wenn so eine Waffe Magieschaden hat. Aber jetzt hier so Sachen rumschießen, weiß ich aktuell noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal geklärt. Und dann können wir wieder raus. Und dann würde ich sagen, Leute, Leute, dass wir in der nächsten Folge uns dann hier an den Baum ranmachen. Gucken uns das hier an. Und dann machen wir noch einen Abstecher hier hin. Und dann haben wir das Gebiet auch soweit eigentlich grob fertig. Und dann können wir auch so langsam in der Story weiter voranschreiten, Leute. Gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.